Thema heute Umkehrfunktionen und wir werden uns dann auch gleich mit den Logarithmusfunktionen beschäftigen können, weil wenn man das eine verstanden hat, hat man das andere eigentlich schon fast gut gefressen. Ich habe mir, ja, fangen wir mal so an. Ich sage mal, das mathematische Gegenteil, ich mache das mal ganz platt erstmal, das mathematische Gegenteil von Plus ist Minus, ne? Das, Moment, gut. Technisches Problem beseitigt. Also das Gegenteil von Plus ist Minus, das wissen wir. Das Gegenteil ich schreibe mal, weil sonst sieht man, ahnt man den Punkt nicht, ist dann geteilt durch und so weiter und so fort. Oder was ist denn das Gegenteil von hoch 2? Das müsste dann demzufolge sein die zweite Wurzel und so weiter und so fort. Ne? Also das ist so der Grundgedanke auch der Umkehrfunktion. Und jetzt fangen wir mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Wir nehmen mal an, also immer das hier oben im Geiste behalten. Wir sagen mal, gegeben sei eine Funktion, die heißt f von x ist gleich 2x. Ganz platt, ne? Eine lineare Funktion. Kurz skizziert bedeutet das ja nichts anderes als, ich schmiere das jetzt, weil das kann man wirklich schmieren. Hier habe ich eine 2. Der Graph läuft so. Hier Steigungsdreieck, 1 nach rechts, 2 nach oben und durch den Koordinatenursprung, bang. Das ist die hier. Die Umkehrfunktion, die spiegelt sich an dieser, ne, Moment, an dieser Geraden hier. Und das wäre eine Funktion, y ist gleich x, ne? Die Umkehrfunktion, die sieht dann so aus. Ihr ahnt das wahrscheinlich schon. Umkehrfunktion mache ich mal so. Die heißt dann, wie müsste die heißen? G von x nennen wir die mal. Wie müsste die Umkehrfunktion dazu heißen, zu 2x? Ja? Genau, 1/2x. Rein rechnerisch macht man das so, dass man sagt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen, aber ich nehme mal eine, die mir persönlich gefällt. Ich sage erstmal, y ist gleich 2x. Das geht leichter. Klar, Moment, gibt es eine Frage. Nicht das Reziproke, sondern man bildet das Gegenteil direkt. Erster Schritt, erstens, man tauscht einfach. Tausch. Man tauscht einfach y gegen x. Tauschen wir mal, dann steht hier drüben x ist gleich 2y. Und jetzt stellt man wieder nach y um. Jetzt umstellen nach y. Und das, diese Herangehensweise, die geht immer. Die geht bei jedem Ding. Also machen wir das. Das hieße dann hier, x ist gleich 2y. Jetzt mache ich dieses Umstellen mal ganz platt, ne, durch 2. Dann habe ich x halbe ist gleich y. Anders gesagt, anders ausgedrückt, y ist gleich 1/2x. Und da haben wir sie wieder. Ne? Na, x. Da ist sie wieder. Diese. Hier. Da ist sie wieder. So, das gleiche. Ich mache mal Pause, damit ihr mitschreiben könnt gleich. Diese Betriebsanleitung für eine Umkehrfunktionsbildung, also die hier, das so zu machen mit Umstellen und so weiter, ich kann auch erst umstellen und dann tauschen. Das geht genauso. Das funktioniert auch bei schlimmeren, in Anführungsstrichen, schlimmeren Funktionen genauso. Da brauchen wir uns eigentlich keine großen Gedanken zu machen. Machen wir noch ein Übungsbeispiel und zwar gleich mal, was hatte ich mir überlegt? Ja, mal sehen, ob das auch geht. Ein weiteres Beispiel. Ich schreibe jetzt mal gleich y, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Y ist minus 3x. Macht das mal. Tauscht mal und stellt um oder stellt um und tauscht mal, ist egal. Sieht so aus. Also y ist minus 3x. Tauschen. X ist minus 3y. Dann umstellen. In diesem Fall bloß durch minus 3. Minus ein Drittel. Das sieht nicht schön aus. Minus ein Drittel. X ist dann y. Sieht dann auch wieder so aus. Und dann werden wir gleich wieder sowas Ähnliches erleben wie mit dieser Geraden. Kann man jetzt mal ganz schnell schmieren. X, Y, 1, 1. So, fangen wir mit der Originalen an. Y ist minus 3x. Die geht durch den Koordinatenursprung, weil hier hinten ein plus 0 sozusagen steht. Das steht nämlich gar nicht da. Da hätten wir den ersten Punkt. Und jetzt muss ich sagen, 1 nach rechts ergibt 3 nach unten, weil es minus heißt. Kann man gleich nochmal wieder so einen Kram wiederholen aus der siebten. Nee, achten. So, schwupp, das wäre jetzt ganz schlimm, der Graph hier, y ist gleich minus 3x. Und keine Überraschung, y ist minus 1/3x, muss dann entsprechend aussehen, jetzt nehme ich zur Abwechslung mal grün.
mache ich die mal so. Also wieder durch den Koordinatenursprung, läuft genauso. Und jetzt sage ich, 1 nach rechts ergibt ein Drittel nach unten. Aha, das ist nichts. Ne? Dann sagen wir, wir nehmen beide Seiten mal 3, dann habe ich mehr Platz. Dann sage ich, 3 nach rechts ergibt 1 nach unten. Also 1, 2, 3 nach rechts ergibt 1 nach unten. Und dann haben wir diesen Graphen hier. Ach nein. Alles kommt davon, wenn man... Oh, noch schlimmer. Es tut mir leid. Jetzt stehe ich mal auf dafür. Das ist ja furchtbar. Naja. So, jetzt wird es schon besser. Also y ist minus 1/3 x. Und das ist die Umkehrfunktion von der blauen. Wenn ich jetzt wieder hier meine y ist gleich x-Funktion als Spiegelachse reinlege, sieht man, das wird tatsächlich gespiegelt, das Biest. Und das ist immer so. Nächstes Ding.